ich auch schon weiter. Paar Sekunden braucht OBS nämlich immer, um sich da zu rappeln. Ja, so. Jetzt habe ich aber keinen Namen festgelegt. Oh, aber muss ich im Nachhinein wieder ändern. Das ist ja wieder schön. So. 7 Seconds und dann wieder live. Das ist gut. Ich krieg's hier voll hin, ey. Ist heute nicht mein Tag. Ist viel zu lange wach für diesen Tag. Das wollte ich mal probieren. Siehst du? Wir probieren mal was. Dazu muss das aber aus. Weil kannst du dafür knicken. Und wir müssen einmal, nee, wir müssen noch gar nicht, wir müssen erstmal hier hin, dahin. Müssen wir warten. Dann lädt es. Und es lädt, und es lädt, und es lädt und will nicht weiter. Ernsthaft. Jetzt hat das Ding ein Update. Huch. Ja, so. So, actualized, und gleich ist hoffentlich auch fertig mit der Installation. Er krepelt sich gerade bei den letzten 94% herum. Jetzt kann ich endlich spielen. Ich schalte schon mal um auf den unseren beliebten Live-Monitor, der zuerst immer schwarze Monitor. Kohlensäure, ey, kaum drinnen, schon wieder draußen. Ein Wundermittel. Er tut sich schwer, weil jetzt beides über das Internet läuft und Leitung soll das jetzt normalerweise packen. Und diesen Ladebalken hatte ich noch nie. Ah, schön. Ah, jetzt ist er auch offen. Na komm! Und here we are. Was nehmen wir denn mal? Ich hab Bock auf Feuerpower. Terranische Republik. Mal sehen, was um diese Uhrzeit auf den Servern los ist. Na, Hossin wurde bestimmt erobert. Pass mal auf. Ich habe zwar beim letzten Mal mit dem Trupp dafür gesorgt, dass wir schnell möglichst viel einnehmen und auch 4 Siegpunkte schon hatten und die anderen 0 oder 1. Aber jetzt ist, denke ich mal, kann sein, dass wir wieder was verloren haben. Ordentlich viel. Ordentlich viel. Nicht nur was, sondern ordentlich viel. Ja. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Das ist wieder mega laut.
Ich muss mal hier rüber, dann sehe ich ein bisschen mehr, weil das Mikrofon direkt im Weg ist. Ah, 10 Siegpunkte. Scheiße. 4 von 5 aktive Kerne. Gerade auf 10% gesprungen. Okay. Mal kurz gucken, dass ich die Lautstärke hier ein bisschen reduziere. So. Schon viel besser. Okay. Wir schlagen sie in die Flucht. Sprachchat brauche ich nicht. Weil ich bin... Nö. Ich rede eh mit Kem. Alles klar. 87%. Alles klar, da oben haben wir Warpgate. Hier unten sind wir ausgebreitet. Hier unten ist ein Crit-Punkt. T9 Standard, MP-Variante, MSR, KVAK, Chaingun, T9 Standard, MP... Ne, wir nehmen mal die T9 Standard wieder. Und da ist der Wegpunkt. Hier haben wir ein kleines Problemchen nur noch. Und wir droppen mal in. Natürlich blöd. Jetzt ist natürlich die Übertragungsgeschwindigkeit ein bisschen scheiße. Was das Laden angeht. Kam ich raus, ne? Ja. Jawohl, da ist er gewesen. Ich sehe es. Achtung! In der Nähe befindet sich eine schwere gegnerische Einheit. Aha. Generator repariert. Jawohl, da ist er gewesen. Ich sehe es. Nachrüsten, schnell! Und dann... Ich kann das reparieren. Klärchen. Ich hoffe mal, dass es... Ja, das war unserer. Alles klar. Da will ich hin, das heißt, ich steige jetzt mal lieber aus. Zu Fuß ist doch ein bisschen... wahrscheinlicher, dass man ankommt. Mal kurz gucken. Sind wir schon mal zumindest in irgendeinem Platoon drin? Jetzt hätte ich doch mitfahren können. Na, ganz toll. Naja, wir gehen mal hier rum. So, da ist ein Platoon-Pünktchen. Den müssen wir theoretisch erobern. Und Platoon sagt da unten, alles klar. Merke ich mir mal und gehe aber erst nochmal hier in die Ecke. Beziehungsweise, ja, die paar Sekunden kann ich auch noch warten, dann kriege ich ein bisschen XP dazu. Nichts dazu beigetragen zur Eroberung, aber erstmal XP abgreifen. Ist typisch. Ich liebe Tarnschildgeneratoren. Ach, der hat nur Flak, ne? Okay. Muss jetzt trotzdem einmal los.
Zwecks Fahrzeugbeschaffung, und zwar in die Richtung schon mal. Ach, hier bin ich noch drin. Okay, verstanden. Verstehe. Einfach immer wieder alle in den Trupp einladen. Warum nicht? Eins und go. Zu siegen hat bei uns Tradition. Alles klar. Ich könnte jetzt direkt mit dem Baufehegel starten, aber ich habe immer keinen Bock, die Ressourcen zu suchen, diese Quartzium-Knoten. Das ist mir immer langweilig. Stattdessen nehme ich mal meinen Prowler. Was ist da los? Okay. Ich brauche dringend mal ein Navigerät drin. Mal kurz gucken. Bin ich alles klar? Einmal links. Quatsch, nee, am besten rechts rum. Und dann da hinten. Oh, ist ja der beschissenste Weg gerade. Okay, am besten rechts rum. Mal gucken, wo es hier lang geht. Es ist natürlich immer schlau, mit solchen Zierleisten hier rumzulaufen. Nein, ich bin ja auf dem richtigen Weg. Sie bin ich. Mit den Zierleisten hier rumzufahren. Wenn der Feind doch überall sein könnte, deswegen mache ich immer aus. Sehen zwar geil aus, aber muss nicht sein. Und immer Ruff auf die Bodenpanzerung. Das Wasser. Also da ist der Punkt und hier sind meine ganzen Leute. Scheinen dann doch ein bisschen voneinander entfernt zu sein. Wo bin ich denn? Da. Fahre ich erstmal zu meinem Geist. Die müssen nämlich dahin und dahin. Und das heißt, da brauchen sie Verstärkung. Alles klar. Dann fahre ich nämlich erstmal hier hin. Zu den Jungs und Mädels. Ausgesetzt, ich komme da irgendwie rechtzeitig schnell hin. Klappt nicht, wie ich mir das denke. Fährt hier aber auch auf Wegen, ne? Aber wie ich das nicht mag, ey. Komm, du musst mir irgendwo vorbeilassen.
Hier war nur Spawn, ne? Ne, hier war Durchfahrt. Hier war die Durchfahrt, alles klar. Hat da jemand einen Turm aufgestellt? Wäre ja ultra nice. Ich komme da nicht mehr hoch. Nein! Ich muss repariert werden! War ich selbst Reparatur oder macht das gerade? Selbst Reparatur? Oder doch nicht? Täusche ich mich gerade. Schuss ins Blaue. Boah, jetzt muss ich erstmal warten, bis er sich repariert. Das ist ja kacke. What? Oh, jetzt muss ich noch länger warten. Danke, Irisa. Oben echt jemand einen Bunker reingeklatscht. Respekt. Okay. Nee, ist nix. Satz mit X. Nice, ey. Schön eingemauert da oben. Ich sehe nichts. Baum im Weg, wird nichts. Schlechte Idee. Die VS hat Esselmeer abgeriegelt. Scheiße. Alles klar, ich bin wieder einigermaßen. Müssen wir wieder andere Weg genommen. Solange man da irgendwie langkommt. Ich weiß es ja gerade nicht.
Das wird nicht funktionieren. Was sagt eine Alternativroute? Alternativroute ist sogar verboten. Da komme ich gar nicht lang. Das ist ja scheiße. Das ist ja kacke. Ja, dann müssen wir wohl oder übel uns in den Frontbereich wagen und zerstört werden. Ach ja, und ebenfalls an Maforon, moin moin. Oh, den hätte ich jetzt auch noch kriegen können. Danke, den habe ich auch gerade bemerkt. Ernsthaft, Leute? Peter nicht. Hat mein nachfahrender Freund ihn wenigstens gekriegt? Das wäre nämlich epochal. Ach, da oben haben die sogar auch. Wie nice. Das haben sie ja gut gemacht. Das haben sie echt gut gemacht. Alles klar, ich guck mal kurz eben. Du hast Lenk, du hast den. Du hast wieder den. Nee, die ist auf Langstrecke, glaube ich. Da ist die Reno besser oder die T89 GV. Aber ich mache mal Ingenieur. Ja, Ingenieur hat Schwör. Tarnung haben wir ja schon ange... Aber ich mache mal Ingenieur. Ja, Ingenieur hat Schwör. Tarnung haben wir ja schon angelegt. Sehr schön. Ingenieur, oben spawnen, dankeschön. Alles heile. Alles heile. Das ist die hier, okay. Sehr schön. Wo ist das Modul? Wo ist das Modul? Doch gesehen. Wo ist denn das Modul zum Reparieren? So ein... Ach, da war das Ding, was der Arsch platziert hat. Alles klar. Verstehe. Diese scheiß Bouncing Betty. Gut. Boah, scheiße, ich krieg das Ding noch niemals alleine heile. Nee, der Kamikaze drauf, oder was? Ich kann nicht alles heilen! Nein, verdammt! Alles klar, ich probiere mal was anderes. Ich muss mal meine Flugkünste ein bisschen wieder hochschrauben. Was haben wir da? Da haben wir keine Flieger. Was haben wir hier? Haben wir hier Flieger? Da haben wir Flieger. Nice, alles klar, Ingenieur. Oh, Jemine. Ich glaube, ich hätte mal mein Werkzeug vielleicht hochskillen sollen. Falls das möglich ist, schnellere Reparatur. Bin mir nämlich gerade nicht ganz sicher. Wo ist denn jetzt der Kackfliegerport? Natürlich ganz wieder am... Ah ja, natürlich. Natürlich wieder da.
Wo auch sonst. Wo auch sonst, wenn nicht ganz oben auf der Plattform. Run, Boy, run. Durch Hüpfen wird es auch nicht schneller. Jetzt lauf doch endlich, meine Güte. Wo geht das hin? Sehr schön, hat doch geklappt. Alles klar, da war mein Death Point, da muss ich auch hin. Wo ist denn jetzt hier die Konsole? Ja? Ach, da. Alles klärchen. Da war nur die Galaxy. Ich wollte aber hier mein Mosquito. Hellfire und die Gatling. Jetzt können wir dann außer der Gatling eigentlich nochmal. Locust und die Mosquito M14, Banshee. Die ist eigentlich ganz geil. Die ist eigentlich ganz geil, weil die ja doch konstant. Hat immer konstant gerade Ausschuss ohne Abfall. Aber kostet Knete. Was haben wir hier eigentlich noch? Wir haben noch die Hornets eigentlich. Die sind auch ganz geil. Lasergesteuert. Aber lasergesteuert finde ich immer ein bisschen schwer zu handeln. Hm. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt gerade wählen soll. Ich mache mal hier eine Flugabwehrbewaffnung dran. Luftüberlegene Standardbuchhaltung. Das könnte mit einem kleinen Kalibergeschoss. Bla bla bla. Der Needler ist echt besser. Alles klar. Nehme ich beim Wort. Mal kurz gucken. Zumindest den minimalen Zoom. Und das spare ich mir jetzt mal einfach gerade. Dann machen wir mal. Haben wir ja schon. Aussehen. Das Wichtigste. Boah, was ist das für ein scheiß Spawn? Weil das Tolle, wenn man gar nichts sehen kann hier im Gebüsch. Oh. Und das war schon wieder zu viel des Guten. Nein! Gestriffen! Scheiß Felsen gestriffen! Oder hat er mich getroffen? Getötet von, okay, das kann ich noch akzeptieren. Das kann ich noch akzeptieren. Ich krieg diese Felsenflüge immer perfekt hin und wenn ich da jetzt gegengeflogen wäre, ich hätte mich geärgert. War richtig. Alles klar. Da Punkt ist da. Oh, scheiße. 50. Dann guck ich mal, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Müssen wir mal lieber hier agieren. Hier scheint mir gefährlicher zu sein. Neutralisiert. Feindlichen Soldat ausgeschaltet. So, Leute. Der Boss ist auch da. Nachrüsten bitte. Verzieht noch sehr dolle das Ding. Da hauen wir noch mal einen rein.
nicht, oder? Jo. Ich muss mich mal selbst aufstocken. Nimm die Munition. Ja, ja, einsatzfreier Bereich. Bla bla bla. Mann, früher war das viel cooler. Warum sind sie doch immer? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Gleich traust du dich wieder, gleich traust du dich wieder. Bei dir mache ich das Leben mal zur Hölle, Freundchen. Ah, dammit. Hat er gemerkt. Hat er gemerkt. Wenn noch irgendwas... Ah, die Track 5 nicht rot. Das war Schrot. Gut, ich brauche mal eine Schiene. Scheiße, nichts entsperrt. Oh, das wäre so schön. Haben wir das? Ja, habe ich theoretisch dafür. Da lass ich aber mal. So. Du hast das hier alles. Optik fehlt auch natürlich wieder. War ja klar. So viel ist, was der nicht freigeschaltet hat. Okay, ich muss definitiv näher dran. Diese Einrichtung darf nicht in die Hände des Feindes fallen. Okay, nochmal gucken. Ach so, nicht mal MTS. Warte lieber, lieber Barretts. Warte lieber Barretts. So, ich bin mal kurz hier am Dingensen. Du bist nicht mal MTS, du Pfeife! So, jetzt ist er da. Jetzt bin ich hier, aber er ist nicht da. So wie immer halt, ne? So, probieren wir was anderes. Ich möchte mal wieder meinen... Ja. Oh, jetzt muss er nachladen. Genau jetzt. Verlass umgehend den Sperrbereich. Nicht im Stich gelassen. Die Einrichtung ist verloren. Wurde ich jetzt gekillt oder? Wo war meine Todesmeldung? Wo war sie? Wo war sie? Keine neue Truppkoordinate. Was sagt Trupp?
Trupp sagt nichts. Ja, ne? 100% von denen. Versuchen wir mal da nicht die Chain-Gun, sondern die... diese Variante. Basenverteidigung. Sichtkontakt zu feindlichen Kampfflugzeugen. Blindshot. Bist du mein kleines Brumselchen? Ich muss mal nachladen. Oh, Moment. Und nebenbei mal gucken. Wir nennen das taktische Überlegenheit. Kontur auf Gegenstände, ne? Einmal Vergrößerung und Kontur, das ist schon ganz gut. Jawohl, nehme ich. Das Ziel ist immer eine Truppvergrößerung bis zur Platoonsstärke. Okay. So. Schön. Am Arsch. Wo ist denn der ganze Trupp hin? Nicht mit meiner Wenigkeit. Alles klärchen. Wir nennen das taktische Überlegenheit. Sekunde zu spät auf die F-Taste gekommen. Nur ein Sekündchen. So. Ja, Team verstreut am Arsch. Oder haben wir inzwischen Sammelpunkt? Natürlich nicht. Oder? Was Kommando hier? Hier, wo war Kommando verteidigen? Okay. Hm.
Machen wir ihn hier. Gibt es eigentlich mal neue. Naja, habe ich noch gar nicht. Genau deswegen war sie besser. Gradliniger. Hatte ich denn auch noch. Schiene war schon Verbesserung, ne? Schalldämpfer war schon Verbesserung und die Optik war 3,4. 3,4er Optik. Gibt es die in 3,4 Zoom eigentlich auch noch in Kontrast? Bla. Nee, Rotpunkt. Das hier war das mit dem Kontrast, aber okay. Gut. Spei. Nee, da will ich jetzt nicht wieder hin. Ich will da hin. 39%ige Effizienz. Diesen Kontinent werden wir auch verlieren. Wieder. Wieder einmal. Granate los! Royal in Endcore. Ich hoffe, es war richtig. Auch, hey. So, jetzt lad schneller. Damit. Gut. Gibt es hier eigentlich eine Scharfschützenposition, die man überhaupt nutzen kann? Zeit zu verschwinden. Die Einrichtung ist verloren. Och komm. Gerade angekommen, schon weg. Das heißt, wir müssen... Ach, der Boss ist da. Dann machen wir mal da. Dann machen wir jetzt mal die MP-Variante. Was hatte ich denn als Infiltrator gesetzt? Claymore hatte ich, gell? Genau. War der Unterschied jetzt? Ach, genau. Implantat. Dann machen wir es mal so. Ja, es kommt davon, wo man so Planet-Zeit nur als Freizeit zockt. Und nicht dauerhaft suchtet. Hallo? Warum? Ist nicht sein Ernst. Gebt euer Bestes! Warum ist mein Primärwaffenplatz deaktiviert, wenn ich Infiltrator bin? Habe ich irgendwas? Why the fuck? Okay, alles klar. Werfe Granate! Die war zu weit.
So. Einer weniger. Diese Einrichtung darf nicht in die Hände des Feindes fallen. Ich stelle gleich mal einen Sensor auf. Schick, aber schick. Ah, okay, die Waffe ist geil. Auf jeden Fall. Die brauche ich auch nochmal irgendwann, aber ich bin, glaube ich, nicht bereit, Geld dafür auszugeben, weil ich meine, es war eine Geldwertwaffe. Mal kurz gucken. Nee, war keine von den MKV, glaube ich, sondern hier so eine Armstice-Version. Armstice-Version. Hier glaube ich nicht zu finden. Ich weiß gar nicht, ob die für unsere Fraktion überhaupt zur Verfügung steht. Die Einrichtung ist verloren. Zurückziehen und neu formieren. Das geht mir jetzt aber viel zu schnell hier überall. Dann machen wir mal. Hallo. Dann machen wir mal den Granat mit Track normal, mit Track Schrot. Tue ich echt nichts weiter? Kein Ding, okay. 5S, die normale. Und rein ins Geschehen. Krabbelt mir gerade eine Ameise dran lang? Ich glaub's nicht. Weg damit. Ich mir meinen Schildgenerator kritisch. Da hinten, okay. Feindlichen Soldaten ausgeschaltet. Den hätte ich auch gesehen. Boah! Hat er mich erschreckt? Blitz GD10. Ah, sind wir wieder da, okay. Aha! Ich wunderte mir schon. So muss das sein, Soldat. Oh, Scheibenkleister. Scheibenkleister. Hallo.
in Gefahr. SKE kritisch. Deckung doch nicht ausgereicht. Ist noch mehr Spawns? Ne, gibt leider nur den einen. Ah, doch. Eine Granate wäre jetzt so schön gewesen. Habe ich daran nicht gedacht. Schöne Granate rein. Ja, und so, ne? Eine Anlage nach der anderen. Die schubsen uns da draußen ganz schön hoch. Was hast du an deinem Punkt für Moloch Foundry? Ist nicht viel. Moloch Pass. Ja, müssen wir den wohl nehmen, ne? Was mit Zielaufschaltung. Sichtkontakt zu feindlichem Kampfflugzeug. Wo ist El Chefe hin? Da unten irgendwo. Generatortyp versorgt die Schutzschilde des Innenbereichs der Einrichtung mit Energie. Was? Fallen die Schilde aus, sind die wichtigsten Punkte der Basis nicht mehr vor dem Gegner sicher. Das war jetzt doof. War jetzt ganz doof. War jetzt ganz, ganz doof. Ich gehe auch mal dahin. Das ist das Tolle mit TR. Mit TR rusht man immer erst irgendwie so, wenn auf einem neuen Kontinent richtig alles weg. Und dann, sobald sich die anderen gesammelt haben, dann ist man voll im Nachteil.
wo have I to go? Da sehr. Mhm, okay. Gut Englisch. Guter Zug. Schick. Ja, dann bin ich halt wieder da. Ist ja gut. Moloch Pass. Oh. Reaver des NK identifiziert. Gehen wir jetzt mal wieder hier. Meine Lieblingsfreunde. Oder machen wir mal voll nee, Pounder, ne? Pounder war bisher am besten. Mal gucken. Melde sich Kontakt zu feindlichen Vorpunkt. Wenigstens habe ich sie aufgehalten. Ich will endlich wissen, wie ich diesen scheiß Schutzschild kriegen kann. Na? Das nervt mich irgendwie. Woher kriege ich diesen Schutzschild? Was für ein Ausrüstungsgegenstand ist das? Gebt euer Bestes! Wo kriege ich den her? I don't get it. Huch, jetzt fehlen mir was für Max-Einheit. Na, ist ja schade. Machen wir mal so. Also, wo kommen sie her? Hopp. Ich höre doch schon wieder Flievertüts. Ich kann dich heilen. Brauche ich nicht, aber danke. Da erzählst du mir was Neues. Alles aufgebraucht, schade. Verdammt! Wie konnte ich auch nur auf die Idee kommen, dass er genau dasselbe Ziel wie sie hat? Das ist ja skandalös. Obwohl ich das auf die Entfernung gar nicht mal so geil finde, das Visier. Das könnte ruhig ein bisschen mehr Vergrößerung vertragen. Aber gut, dann kann ich alles haben. Unser Bereich ist Sperrgebiet. Du hast die Republik im Stich gelassen. Die Einrichtung ist verloren. Gerade nochmal Nebel versprüht. Ich dachte, das kann den Rückzug decken. Denkste.
sehe schon wieder Schlachten am Warpgate auf uns zukommen. Aber obwohl, so weit kommt man heute ja gar nicht mehr. Vorher hat man ja genug Punkte und so einen ganzen Quatsch. Naja. Machen wir mal den Sunny, wa? Das war ein Cycler. Cycler war nochmal eine ganz andere Bagage, ne? F1 Barrage war die Schrot. Genau. Die Hailstorm gilt für alle, dann nehme ich die nämlich auch mal. Sanitäter sind Allzweck-Infanteristen, die Teamkameraden heilen und reanimieren können. Sag bloß. Komm schon! Komm schon! Überall Spione. Dammit! Wo war das? Auch schicke Waffe. Wo war das denn nun her? Okay, die haben es eingenommen. Lass ich mir nicht bieten. Da ist A, A ist am nächsten dran. Verdammt! Scheiß Scharfschützen, ey. Bewaldet. Flieger ist da blöd.
Kammer her. Verstehe. Der mag mich wohl. So, oh, friss das. Oh, schon wieder derselbe. Nee, doch nicht. Oh. Okay. Mal nicht der Scharfschütze. Das Spiel kann ich jetzt auch mitspielen. Gucken, was habe ich denn dafür aufsetzen und was gab. Gar nichts, ne? Und da habe ich auch nichts gehabt, ne? Gibt's auch nichts, ne. Was gibt's denn sonst noch? Machen wir alles schon an. Was man anhaben kann. Gut, Max-Einheit kann ich erobern, das ist ja auch wieder was Neues. Schade, ich dachte dieses Anrennen hilft vielleicht was gegen die Max-Einheit. Wäre irgendwie cool gewesen. Habe ich für dieses Leben nochmal die Möglichkeit? Nein, natürlich nicht. Fehlen noch ein paar Punkte. Gut, dann machen wir wieder schweren Angriffsdruck. Und ballern dann wieder mit Raketenwerfern drauf. Solange ein härter Scharfschütze uns lässt. Atemanhalten 1. Schön. Kriege ich auch mal ein Implantat. Na? Belebt mich einer? Ah ne, das sind die... Entschuldigung. Ich dachte, das wären unsere. Aufgeben existiert im Wortschatz eines PR-Soldaten nicht. Was habe ich eigentlich für eine Kackwaffe? Oder treffe ich einfach nur so miserabel? Wahrscheinlich letzteres. Gut, wie sieht's denn aber inzwischen mit meinem Liebling wieder aus? Wieder verfügbar. Was haben wir denn sonst? Wir haben...
das? Habe ich wenigstens einen mitgenommen? Ach, nee, schon wieder der Scharfschütze, wa? So ein Sack. Und trotzdem lerne ich nichts dazu. Das ging schnell. Das ging schnell. So, komm. Des Feindes fallen. Spawn ändern. Toll. Instant. Was hat er denn Schönes? Ah, diese Schrotdinger, ne? Werfen kann man das leider nicht so gut. Oh, so ein Sack. Oh, schön. Der machte meine Raketen wohl nicht so. Oh, scheiße. Sorry. Den wollte ich nicht treffen.
Einrichtung ist verloren. Zurückziehen und neu formieren. Nix da. Dammit! Sie geben sich schon Mühe. Ist gut. Und ein Sunderer ist auch schon da. Komm, komm, komm. 3, 2, 1. Ah, schick. Einfach mal, weil es Spaß macht. Na gut, der fette Sack nimmt die Treppe. Ist ja gut. Alles klar, feindlicher Sunderer. Oh oh. Hallo. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Oh, verdammt. Jo, da hat er mich mit erwischt. Naja, immerhin habe ich ihn vorher zu Boden genommen. Den anderen. Nicht den Kollegen. Okay, der Sunra wurde umgeparkt. Was ist da los? Sehr nice. Sehr nice. Dammit, auf die Entfernung trifft man dagegen nur schlecht. Das neue Konglomerat hat die Einrichtung erobert. Ja, ja. Hat es. Hat es. Durchaus, durchaus. Machen wir mal Cheng oder machen wir mal MP? Machen wir mal die... Das war nicht die MP, aber gut, das ist die T9 Reno. Warte, die war auf 75, ne? Die war auf die und die war auf... Ach, naja, sind auch nicht so pralle. Welche habe ich denn gar nicht drin, ne? Die Schrot, die Bäuer nicht. Die wäre eigentlich mal nice, ja, im Ernte 66.
Alltag war auch noch Schrot. Schrotflinte. Oder die NS-15B MB. Aber die ist ein bisschen kacke von der Reichweite, eigentlich auf Kurzdistanz geil. Angels VS, die ist auch nicht so toll. Könnte alles irgendwie besser sein. Nehmen wir die Rhino einfach. Oh. Zu lange gewartet. Sunderer weg. Alter. Mal klarkommen hier. Im Minutentakt wird alles verloren. Gut. Hätte ich jetzt auch machen wollen. Juhu. Das Phalanx-Geschütz zur Fahrzeugabwehr eignet sich mit seinen hochexplosiven Geschossen ausgezeichnet zur Verteidigung gegen feindliche Bodenfahrzeuge. Sehr schön. Oh, wer hat wieder den tollsten Punkt? Mwah. Das jetzt 3 Minuten und 9. Aber Bewachungsbonus immerhin. Ghetto Parasite. Ich höre doch hier Geräusche. Das ist echt gerade ein Vieh, was hier durchgeflattert ist. Es gibt hier Viecher. Krasser Kram. Hätte ich nicht gedacht von Planetside. Ganz ehrlich zu sein, dass die hier mal Viecher einfügen. Es gab dieses mysteriöse Rauschen einmal. Ja. Dieses ganz mysteriöse Rauschen. Oder knurren, wohl eher. Wenn man in irgendeinem Kontinent auf irgendeiner Hügelspitze war. Oder irgendein Brüllen oder Knurren gehört hat. Aber das war es dann auch schon. So ein Tier hat man ja nie gesehen auf dem Schlachtfeld. So, jetzt kommt die Actionmusik. Weil die letzte Minute angetreten ist. Jetzt sind es 2,5 Minuten bis zum Sieg-Countdown. Stay frosty, this fight is all but won. Oh yeah.
Unlocked ist gestorben und der Anführer ist auch gestorben. Die Musik macht jetzt dieses ganze Lauschen kaputt, ob da wer kommt oder nicht. Ein Scythe. Weil er wird hoffentlich nichts mehr ausrichten können. Jetzt ist wieder ruhig. Nein, natürlich nicht. Ist der Boss. Na komm schon. Letzten 2 Sekunden. 16. Auch in 16 Sekunden kann man noch gekillt werden. Gesichert. Ich wollte gerade sagen, ich höre ein Fahrzeug, doch ich sehe keins. Der Feind ist nah. Das dem war nicht so. War schon alles korrekt. Ich nehme jetzt auch mal wieder ein Harazar. Echt? Kobalt war besser als Basilisk? Sure? Ha. Ich bin mir sicher, eigentlich ursprünglich schon viel mehr gehabt zu haben für die Fahrzeuge mit Zerz gekauft, aber... Laut. So Leute. Als nächstes. Es gibt kaum noch ein nächstes Mal. Ich unternehme jetzt nochmal eine Spritztour dahin. Dann soll es das gewesen sein. Ups. Da, ne?
war das? Ah, Jetpack, alles klar. Ach, schade, ist auch tot. Gut. Soll es jetzt aber gewesen sein für heute. Ich bin nämlich müde, Konzentration ist eh am Arsch. Und mehr als ein Abschuss, wenn überhaupt pro Dingens kriege ich eh nicht mehr hin. Ah, pro Leben. Deswegen, für heute mal aus die Maus. Und ich denke, wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Und hoffentlich auch mal mit den Barretts. Der jetzt hier nur reingeschneit ist, um zu sagen, dass sie auf sie wie geschminkt. Wegen der Beleuchtung. Und sonst eh nur rummeckern, wie immer. Ne? Mal kurz gucken, wie ist denn der Endpunktestand gerade? Tja, ne? Ist halt so. Genau, von mir war es das jetzt erstmal. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder im nächsten Stream. Bis dahin, haut rein, viel Spaß. Wir sehen uns und ich gehe jetzt schlafen. Wir haben es jetzt 3:15. Wird Zeit. Bis dahin, haut rein und macht's gut. Ciao.